1. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Wenn es Winter wird, von Christian Morgenstern. Der See hat eine Haut bekommen, so dass man fast drauf gehen kann. Und kommt ein großer Fisch geschwommen, so stößt er mit der Nase an. Und nimmst du einen Kieselstein und wirfst ihn drauf, so macht es klirr und titsche, 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 dürr. Heißer, du lustiger Kieselstein, er zwitschert wie ein Vögelein und tut, als wie ein Schwälblein fliegen. Doch endlich bleibt mein Kieselstein ganz weit auf dem See draußen liegen. Da kommen die Fische haufenweis und schauen durch das klare Fenster von Eis und denken, der Stein wäre etwas zum Essen. Doch so sehr sie die Nase ans Eis auch pressen, das Eis ist zu dick, das Eis ist zu alt, sie machen sich nur die Nasen kalt. Aber bald, werden wir selbst auf eigenen Sohlen hinausgehen können und den Stein wiederholen. Ende von Wenn es Winter wird von Christian Morgenstern.